meine Lieben. Ja, auf Wunsch eines Zuschauers habe ich ein Täschchen genäht, und zwar mit diesem Kunstleder, was ich aus Papier mal hergestellt habe, besser gesagt aus Cardstock. Das werde ich euch mal oben verlinken, das Video, damit ihr seht, wie ich das gemacht habe. Und daraus habe ich jetzt eine Tasche genäht. Und ich weiß nicht, ob ihr hier in der Kamera jetzt ganz gut sehen könnt, dass das so ein halber Fail geworden ist, beziehungsweise wurde sozusagen ein neuer Look kreiert. Und zwar hat das echt gut durchgehalten, aber am Ende dann leider doch nicht mehr so gut, weil es nämlich dann überall ein bisschen eingerissen ist. Ja, ich erzähle zum Ende des Videos ein paar Sachen, was ich mir vorstellen kann, wie es gut funktioniert. Ich möchte das Video trotzdem hochladen und wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Und ja, vor ein paar Tagen habe ich mit jemandem telefoniert, der auch immer meine Videos guckt und meinte, Mensch, kannst du nicht damit auch was machen? Und also nähen. Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass das stabil genug ist, um das zu nähen, dass es dann auch aneinander hält. Und ich habe es ausprobiert und es hält tatsächlich. Und deswegen kommt jetzt dieses Video hier. Ich weiß noch nicht, ob ich es bis zum Valentinstag schaffe, das komplett fertig zu kriegen, weil alle Nähvideos sind immer ein bisschen aufwendiger wegen Setaufbau, weil ich ja immer alles hin und her bauen muss. Wobei ich glaube, ich diesmal einfach nur hier immer einen Schritt zeige und dann wieder einen Schritt an der Nähmaschine. Genau, und zwar dachte ich mir, ich werde hier so eine Federmappe draus machen. Dieser hier, der ist jetzt aber ein bisschen sehr dünn. Ich musste jetzt gucken, ich habe in einem Ü-Paketchen habe ich ganz viele Reißverschlüsse gehabt und davon wollte ich gerne einen verwenden. Und habe dann mir ein Stück von diesem Papier, was ich vorbereitet habe, gesucht, was eben auch die richtige Größe hat, dass der Reißverschluss da auch dran passt. Und der passt zwar hier dran, aber er, ja, also an dieses Teil passte es, aber dieser hier ist eben besonders dünn. Das war ein ziemlich dicker Cardstock und der ist in der Mitte auseinandergegangen. Und dann hatte ich zwar quasi zwei Teile davon, aber die sind eben sehr dünn. Deswegen werde ich mir jetzt die nicht so schöne Seite nehmen und werde die einmal mit Stoff verkleiden. Und dazu messe ich mir das Teil jetzt aus und schneide mir dann ein Stück Stoff aus. Oder ihr nehmt euch das Teil mit, legt es auf den Stoff, den ihr haben wollt. Am besten ja, mit der Seite, die dann drauf kleben soll. Und dann, also auf die hässliche Seite, links auf links sozusagen, legt ihr das. Und dann malt ihr euch das nach und dann könnt ihr es nämlich dann da drauf kleben. Und ja, links auf links, jetzt muss ich, ja genau, dabei am Schluss soll ja die schöne Seite hier zu sehen sein, also links auf links, damit das dann auch genau passt, weil ich weiß nicht, ob das wirklich ganz gerade ist. Und das mache ich jetzt, ich nehme mir mein Stückchen hier mit, lege mir das auf einen Stoff und dann klebe ich das da drauf. So, ich habe jetzt meine Teile einmal mitgebracht. Und zwar hier das Papier-Kunstleder-Teil, was wir ja vorher schon hatten. Dann habe ich hier einen Stoff, wie ihr seht, den müsste ich nochmal überbügeln. Das mache ich gleich. Und das habe ich jetzt wie folgt gemacht. Ich habe die hässliche Seite von dem Stoff hier genommen, also von dem Kunstleder. Diese Seite hier, die hat keine wirkliche hässliche Seite. Da könnt ihr jetzt, wenn das so komplett einfarbig ist, könnt ihr dann gucken, welche Seite ihr oben und welche unten haben wollt. Ich wollte jetzt die außen haben und die innen und deswegen habe ich das so auf den Stoff draufgelegt und habe dann mit meinem Lineal drangelegt und habe direkt lang geschnitten mit meinem Rollschneider. Wenn ihr das alles nicht zu Hause habt, dann nehmt ihr euch einfach irgendeinen Stift und malt einmal dran lang und dann schneidet ihr es euch aus, am besten mit einer Stoffschere. Ja, und dann klebe ich jetzt das Ganze einmal fest. So, einmal hier die Fäden ein bisschen abgeschnitten. Das werde ich jetzt aufeinander kleben, nachdem ich das hier gleich nochmal übergebügelt habe.
Ja, und dann dauert es bei mir ja ein paar Stunden, bis das Ganze hier getrocknet ist. Ich werde es auf die Heizung legen, in der Hoffnung, dass es ein bisschen schneller geht, weil heute ist der 13. und morgen ist schon Valentinstag. Und ja, ich würde das gern bis dahin noch fertig haben. Deswegen, ja, mache ich das jetzt schnell. Einmal bügeln und dann kleben. Und zwar werde ich dafür den Tacky Glue nehmen. Wobei ich glaube, ich nehme hier den Quick Dry Tacky Glue. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Ich bügel kurz und bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder zurück vom Bügeln. Und zu diesem Schritt möchte ich jetzt euch einen Tipp geben, damit euch das nicht auch passiert wie mir. Also ganz allgemein für alle, die noch gar nicht nähen und vielleicht überlegen, damit anzufangen. Es empfiehlt sich immer, bevor ihr etwas näht, dass ihr euren Stoff nehmt, den einmal in die Waschmaschine schmeißt und wascht, weil manche Stoffe ja nach dem Waschen doch ein bisschen einlaufen. Und ja, den einmal durchwascht, trocknet und dann auch bügelt, je nachdem, was für ein Stoff es ist. Aber es empfiehlt sich dann, den Stoff auch einmal zu bügeln. Und dann kann man eben viel besser mit dem Stoff arbeiten. Und wenn er dann gewaschen wird, dann muss man keine Angst haben, dass er euch einläuft. Okay, weil das hätte jetzt natürlich beim Bügeln, kann es natürlich sein, dass der ein bisschen kleiner wird. Ist in meinem Fall jetzt hier nicht so, aber es hätte halt passieren können, ne? Deswegen immer erst am besten waschen, bügeln und dann erst verwenden zum Nähen. So, ich klebe die beiden Teile jetzt aneinander und trockne sie. Und ja, das Kleben ist ja jetzt ganz easy. Upsi, erstmal alles umschmeißen. Dann schnappen wir uns den Kleber und verteilen hier überall, vor allen Dingen gut an den Rändern und an den Ecken. Aber das müsstet ihr ja eigentlich alles noch wissen von dem Video, was ich gemacht habe. Ja. Ist irgendwas verstopft? Ich habe doch hier irgendwie auch so einen Pieker. Bis ich den jetzt finde, hier in meiner Schublade, nehme ich doch lieber die Schere. Das schon war. Nee, irgendwie nicht. Okay, dann muss ich doch mal den Pieker suchen. Ja, so ist das, ne? Arbeit zieht über Arbeit nach sich. So, meine riesen Kramkiste hier. Ich glaube, ich muss mir noch mal eine zweite machen, damit ich. Ich habe hier schon drei von den Dingern, aber irgendwie packt man doch immer alles in eins, damit man alles in der einen Kiste hat, die man dann auch dauernd verwendet, aber. Dann ist da alles drin und man findet es nicht, wenn man es braucht. Da ist es so. Komm raus. So, da ist ein Kicker. Und dann pieken wir doch einmal von innen, dann geht es einfacher. Zack. So, das hier ist mir zu schade, den Kleber jetzt irgendwo abzuschmieren, wo ich ihn nicht brauche. So. Hier. So. Jawohl. Sortiere ich gleich wieder. Man könnte natürlich auch die Tube einfach aufschrauben und mit dem Pinsel das Ganze verstreichen. Ich glaube, das mache ich sogar auch mal. Das ist, glaube ich, sogar einfacher, als wenn ich jetzt mit der Tube die ganze Zeit hier versuche. Guck ich mal. Dann haben wir hier einen Pinsel, der dafür gut geeignet ist. Dann haben wir hier den großen gleich. So. Ich kann es einfach so drauf machen. So, und dann geht das, glaube ich, auch am besten. So, wenn da ein bisschen was auf den Stoff kommt, macht das gar nichts, weil der soll ja sowieso verklebt werden. Also von daher ist das nicht schlimm. Und ihr seht, da geht auch ganz schön Kleber bei drauf, wenn man das vernünftig verkleben will. Wobei ich jetzt hier wahrscheinlich sehr großzügig bin mit meinem Kleber, weil das mache ich jetzt auch nur an den Ecken. In der Mitte werde ich da ein bisschen weniger Kleber nehmen. Nur die Ecken, da habe ich immer Angst, die Ränder und Ecken, da habe ich immer Angst, dass mir das dann wieder aufgeht und das ist dann auch zu schade. So. Ja, und ihr müsst natürlich auch gucken, dass euch das Kunstleder dann vor Kleber nicht wieder aufweicht. Das wäre natürlich doof. Aber ich glaube, das passiert auch nicht so schnell.
So. Schwupp, weiter drehen. Ja, ich erzähle jetzt hier nebenbei gerade mal ein bisschen. Ich hatte ja überlegt, mit Stampin' Up! Aufzuhören. Ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, ob ich aufhöre oder nicht. Aber ich habe mir auf jeden Fall heute noch was bestellt. Nein, gestern. Gestern noch mal eine größere Bestellung gemacht. Ja, von ein paar Sachen, wo ich auf jeden Fall weiß, dass ich die auf jeden Fall noch haben will. Und ja, eine Bestellung werde ich auf jeden Fall dann noch machen. Ja, und dann habe ich theoretisch mein Kontingent schon wieder voll. Und dann ist die Frage, ob ich, ja, also dann werde ich auf jeden Fall jetzt diesen Quartal sozusagen noch nicht aufhören, weil das wäre ja Quatsch, weil ich dann ja noch drin bin. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt noch die Vorteile, die ich habe, nutzen, um eben die Sachen, die ich auf jeden Fall haben möchte, dass ich die noch günstiger bekomme. Ja, und wenn ich die Sachen dann alle zusammen habe, dann schaue ich mal. Das Problem ist, dann kommen ja wieder irgendwelche Aktionen, ne? Und dann ist da wieder irgendwas dabei, was man gerne hätte. Und nein, ihr kennt das, ne? So, ich habe hier ein bisschen Kleber mit Wasser vermischt. Der lässt sich ein bisschen leichter aufstreichen, wobei was jetzt ganz gut ist, ich habe jetzt hier auch schon in der Mitte ein bisschen Kleber. Aber so kann ich den einmal erstens verwenden und zweitens habe ich dann hier das leichter mit dem Verstreichen. Also da ist wirklich ganz, ganz wenig Wasser mit drin. Ich möchte ja den Kleber auch nicht zu doll verdünnen, dass er nachher am Ende vielleicht nicht mehr klebt. So, und das sollte dann nämlich reichen an Kleber. Und dann mache ich jetzt den Stoff. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass ich das richtig rum habe, dass die Ecken jetzt wirklich aufeinander passen. Aber eigentlich müsste, weil ich hatte es ja so hingelegt. Na komm schon. So. Ja, ich lege es jetzt erstmal so ungefähr hin und dann ziehe ich es mir jetzt hier gleich glatt. Matschige, klebrige Angelegenheit. Aber vielleicht sollte es sitzen. Ja, anscheinend habe ich es nicht ganz richtig gemacht, weil ihr seht, hier gucken die Ecken ein bisschen rüber. Ist aber nicht ganz so schlimm. Am Ende hat man ja noch die Nahtzugabe dann, weil man muss ja die Sachen auch zusammennähen. Und dann verschwinden diese kleinen Überstände in der Nahtzugabe. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil man hat hier dann ein bisschen Verschnitt und hier und hier. Also das wird dann von der Breite her ein bisschen kleiner, aber es ist nicht ganz so wild. So, und wenn das Ganze jetzt getrocknet ist, dann müssen wir den Reißverschluss als erstes anbringen. Und das machen wir dann wie folgt. Wir werden dann mit einem Reißverschlussfüßchen den Reißverschluss hier an diese Ecke einmal annähen. Und dann nehmen wir das Ganze, also wenn es dann so genäht ist, nehmen wir uns dann die andere Hälfte und nähen das. Und dann haben wir so ein, wie so ein Schlauch. Und wie es dann weitergeht, das zeige ich euch dann. So, aber das muss ja jetzt, wie gesagt, erstmal trocknen. Ich werde das jetzt auf die Heizung packen und werde dann mal sehen, wie lange das dauert. Ja, und ihr seht mich wieder, wenn mein Stoff hier getrocknet ist. So, jetzt ist es trocken. Hat auch gar nicht so lange gedauert auf der Heizung. Vielleicht, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so. Und ja, jetzt werde ich gleich noch mal kurz den Nähmaschinenfuß holen. Ich habe mir überlegt, ich werde euch das gar nicht antun, euch das zu zeigen an der Nähmaschine. Ich hole euch gleich mal den Nähmaschinenfuß und dann zeige ich euch das. Am besten macht man einen Reißverschluss auf. Also ich kann das dann immer am besten nähen. Und dann guckt ihr, dass ihr hier ziemlich mittig seid, nämlich von diesem Punkt, wo der Reißverschluss aufhört, zu dem Punkt, wo er anfängt. Und wenn ihr den Nähmaschinenfuß nehmt, der extra für Reißverschlüsse, also den Reißverschlussfuß, wenn ihr den nehmt, dann sollte das gut funktionieren. Was ihr bedenken müsst, also entweder legt ihr den Stoff, wartet, jetzt muss ich selber kurz überlegen, weil es muss ja am Ende
so quasi sein. So. Und dann zack, also dass man das hier einmal umdreht, damit man nachher am Ende außen eine saubere, schöne Kante hat und nicht hier diesen hässlichen, verfransten Rand. Also entweder klappt ihr euch das Ganze jetzt einmal um, das war jetzt auch ein bisschen breit, was ich hier hatte. Also ich würde sagen, so maximal einen Zentimeter, ein halber reicht auch. Einmal umklappen und einmal drüber bügeln, damit ihr hier einen sauberen Abschluss habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier auch einmal dran lang nähen, um eben sicher zu sein, dass das auch hält dann. Das bleibt ganz euch überlassen oder ihr bügelt es halt einfach nur um. Dann legt ihr euch das Ganze hier so dran und näht das Ganze einmal fest. So, schwupp. Ja, also das ist so ein bisschen Gefummel, da fummelt man sich das so ein bisschen hin. Und wie gesagt, mit diesem Fuß, der extra für Reißverschlüsse gedacht ist, die sind auch eigentlich immer, denke ich, bei den Nähmaschinen im Grund, in der Grundausstattung mit dabei. Und ja, damit näht ihr das einmal fest und dann habt ihr automatisch auch hier schon einen Abstand zum Reißverschluss. Das macht halt dieser Fuß. Ich zeige euch den jetzt aber gleich nochmal. Ich empfehle euch auch auf der anderen Seite gleich einen halben Zentimeter umzuklappen und umzubügeln. Das mache ich jetzt einmal kurz und dann komme ich wieder und bringe euch den Fuß mit. Ja, ich habe jetzt hier an den Rändern jeweils einmal umgebügelt. Und dann habe ich hier das Füßchen mitgebracht. Das sieht dann so aus. Und ihr seht, da gibt es zwei, wie zwei Fächer. Man kann das einmal hier befestigen oder einmal da. Das kommt dann drauf an, wo ihr quasi euren Reißverschluss anbringt. Also wenn ich das jetzt hier so dran lege und das Füßchen wäre jetzt in der Nähmaschine, dann gucke ich jetzt halt, dass hier dieser Reißverschlussfuß so ansitzt. Ich versuche euch das mal in der Kamera ein bisschen besser zu zeigen. Also die Mitte quasi und dann hier der Rand, ich zeige das mal ohne Stoff, hier macht er dann, hat er so eine Einkerbung, könnt ihr das sehen, da geht es so ein bisschen rein und da sitzt dann der Reißverschluss quasi genau drauf und das bewirkt, dass er erstens gerade bleibt und zweitens, dass ihr eben diesen Abstand haltet. Und dann müsst ihr halt auch darauf achten, wie die Einstellung eurer Nadel ist. Also wenn ihr sehr nah am Reißverschluss nähen wollt, dann macht ihr die Nadel in diese Öffnung hier. Und wenn ihr sehr weit weg, also wenn ihr weiter weg nähen wollt, dann hier. Ich werde es diesmal hier machen, weil mein Abstand hier sehr schmal ist, was ich umgebügelt habe. Und deswegen werde ich eben den Abstand nehmen, der hier ganz eng dran sitzt. Ihr müsst aber auch ein bisschen gucken, wenn ihr es zu eng macht, dann habt ihr manchmal das Problem, dass es nicht mehr gut auf und zu geht, weil es dann doch ein bisschen nah an diesen Grill, also an diesen Rillen dran ist, wo man den Reißverschluss eben mit zumacht. Ich weiß nicht, wie man die genau nennt. Und wenn ihr da zu nah dran seid, dann kann es euch auch passieren, dass ihr den nicht mehr gut aufbekommt. Also da muss man gucken, wie man es am besten macht. Ich muss aber diese Seite nehmen, weil hier ist mein Teil gar nicht mehr umgeklappt. Da bin ich zu doll am Rand und dann geht mir das unten ab und dann sieht es nicht schön aus. Oder ihr klappt es eben ein bisschen weiter um. Das könnt ihr natürlich auch machen. Dann nehmt ihr einen Zentimeter. Dann wird die Tasche an sich halt ein bisschen kürzer, aber das, der halbe Zentimeter, das fällt auch gar nicht auf. Okay, ich werde jetzt mal eine Seite nähen und werde euch dann gleich zeigen, wie es aussieht. So, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Ich habe jetzt hier mein Füßchen und ich hatte ja vorhin gesagt, hier sind zwei Fächer. Und jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt den Stoff hier hinlegen würde, habe ich den Reißverschluss hier. So. Und dann würde ich jetzt den Reißverschluss hier anbringen. Einen Moment, hier, genau, damit ich auf dieser Seite dann hinkomme. So, jetzt mache ich den immer, gucke ich hier mit dem Faden, dass der immer schön nach hinten geht. Und dann, upp. Ach so, was mir aber gerade noch einfällt, ich wollte gerne, weil es ja für den Valentinstag gedacht ist, wollte ich noch eine Ziernaht anbringen.
Da muss ich jetzt gerade noch mal was ganz anderes machen. Das Reißverschlussfüßchen an die Seite und auch den Reißverschluss. Und baue hier noch mal mein normales Füßchen ein. Zack, na, so komme ich rein. Und zwar haben wir später, wenn wir das Ganze zusammennähen, hier noch mal etwa 1 cm Abstand. Das Ganze wird ja am Ende etwa so zusammengenäht sein. Hier wird es dann noch mal, also quasi rechts auf rechts, dann zusammengenäht sein. So ungefähr 1 cm, wo es dann noch mal zusammengenäht ist. Das heißt, das hier wäre dann unser Vorne oder unser Hinten. Und ich möchte gerne, ach so, ist ja Quatsch, ich habe es ja komplett, ach Leute, guck mal, ich habe total Murks gebaut. Das fällt mir jetzt gerade ein, das hier soll ja später außen sein und nicht innen. Das hier soll ja unsere Innenseite sein. Da habe ich ja komplett Murks gemacht und zwar habe ich es falsch rum umgebügelt schon mal, weil es natürlich dann so rumgebügelt sein muss, weil ja die Lederoptik später nach außen gucken soll. Ich habe mich auch gerade schon gewundert, hä, warum geht das jetzt nicht mit dem roten Faden? Dann sieht man den doch gar nicht, ja, weil ich Quatsch gemacht habe hier. Okay, ja, ich glaube, ich muss euch einen Eintrag reinschreiben, dass ihr erst das Video ganz gucken sollt und dann, jetzt müsste ich hier theoretisch nochmal umbügeln. Ich bin immer ein bisschen bügelfaul, das ist sehr schlecht beim Nähen, das sage ich euch gleich. Also gewöhnt euch das am besten gar nicht erst an, nicht zu bügeln, bügelt immer. Dann habt ihr es wesentlich einfacher beim Nähen. So, also das wird dann quasi unsere Außenseite sein, ganz genau. Und hier möchte ich jetzt eine Ziernaht anbringen. Und zwar stelle ich dazu, ich nehme euch gerade mal hier ein bisschen hoch. So, ich bin jetzt in den Einstellungen und gehe dann hier auf meine Ziernähte und suche mir jetzt hier das Herzchenmuster, passend zu Valentinstag. Das wähle ich mir aus und dann gucke ich, wie gesagt, hier kommt ja jetzt dann mein Reißverschluss dran und dann habe ich hier meine Naht und ich würde sagen, so etwa in diesem Abstand hier nochmal so 2 bis 3 cm von eurem Rand hier entfernt. Dort mache ich jetzt meine Ziernaht und ich habe hier auf der Nähmaschine solche Markierungen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich befürchte aber nicht. Hier sind immer solche Striche und hier wären jetzt zum Beispiel 3 cm und ich nehme jetzt aber mal 3,5, finde ich, glaube ich, besser. Ja, und dann lege ich mir das hier an den Strich dran und so bleibe ich dann nämlich schön gerade. Also ich lasse die Nähmaschine jetzt ganz alleine ihre Arbeit machen. Das Einzige, was ich mache, ich achte darauf, dass diese Kante immer bei der 3,5 cm bleibt. Also ich habe jetzt auch nicht eingestellt, dass er vernähen soll, weil das ja sowieso nachher in der Naht verschwindet, also in der Nahtzugabe. So, dann fange ich an. So, und ihr merkt wahrscheinlich oder seht wahrscheinlich, dass sich das wirklich genau nähen lässt, wie Stoff auch. So, ich gucke dann zwischendurch immer, dass ich hier auch wirklich an dieser Linie bleibe. Was ganz wichtig ist bei diesen Ziernähten, ihr dürft auf gar keinen Fall den Stoff festhalten, sonst kann die Maschine ihre Arbeit nicht mehr machen. Also immer den Stoff schön laufen lassen und einfach nur die Richtung verändern.
dann schneide ich meinen Faden ab. Das habe ich gerade gemacht. Und jetzt habe ich hier eine Naht. Und ihr seht ganz genau da, wo ich mal zwischendrin irgendwie ein bisschen gehalten habe oder irgendwas verändert habe, also am Stoff ein bisschen gezogen habe, da ist das Bild nicht mehr schön. Leider. Normal soll das nämlich so aussehen. Schade, schade. Da habe ich ein bisschen zu viel Druck auf den Stoff ausgeübt. Aber gut, so ist es so. Und weil ich jetzt das auf dem anderen, auf der anderen Seite auch haben möchte, mache ich das gleiche nochmal. Und ich hoffe, diesmal wird es ein bisschen schöner. Und das zeige ich euch jetzt aber nicht, das überspringe ich jetzt mal. So, dieses Mal habe ich mit meinen Fingern ein bisschen besser aufgepasst und habe wirklich nur mit dem einen Finger hier immer geguckt, dass es eben in der Richtung bleibt. Also habe nur den Finger hier gegengehalten immer, damit es auf dieser Linie bleibt. Und den Stoff habe ich gar nicht angefasst, das ist am besten. Und dann kriegt ihr nämlich auch ein schönes Ergebnis. So sieht es jetzt aus. So, und jetzt drehen wir uns das Ganze um. Und ich schnappe mir meinen Reißverschluss. Achso, erstmal mal das Füßchen raus. Und den Reißverschlussfuß, den hege ich mir hier schon mal hin. Und jetzt drehen wir uns den Stoff so um. Und ich lege mir das Ganze jetzt so an, dass hier eben dieser Abschnitt hier nur so ein bisschen drüber guckt, also nicht viel. Und jetzt muss ich auch gucken gleich, wo ich anfange mit Nähen, weil da, wo ich anfange, ich muss mir den Stoff so rumhalten, oder? Wartet mal. Jetzt muss ich gerade selbst überlegen, wie ich es am besten mache, weil hier stört mich ja dann der Reißverschluss, also muss ich es so rumlegen. Vielleicht fange ich lieber erst mit der anderen Seite an, das ist, glaube ich, einfacher. Wobei, nee, hier habe ich das gleiche in grün. Ich habe irgendwie gerade einen Knoten im Kopf, gerade einen kleinen Denkfehler. Kleinen Moment, ich habe das gleich. Wenn ich es so mache, habe ich auch das gleiche in grün. Ja, es geht nicht anders. Ich muss den Stoff so rumdrehen. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wenn ihr mal euren Stoff so in die Nähmaschine hier auf diese Seite machen müsst, dann rollt ihr den einfach so ein bisschen ein, wie so eine Wurst. Und dann legt ihr euch das hier rein und dann funktioniert das auch wieder gut. Aber als erstes bauen wir uns jetzt den Nähmaschinenfuß ein. Achso, wartet. Nee, wir legen uns das drunter und gucken. Entschuldigt ein bisschen. Ich habe jetzt auch ein paar Tage, also ich saß jetzt längere Zeit nicht mehr an einer Nähmaschine. So, hier ist dann jetzt unser Reißverschluss, den ich dann übrigens jetzt erstmal zuziehe, weil ich ja auf der Seite anfange zu nähen. Und wenn ich dann den Stück festgenäht habe, dann mache ich den Reißverschluss wieder auf. So, ich gucke jetzt hier nochmal wegen dem Abstand. Jawohl, hier guckt es auf der Seite ein bisschen rüber. Und ich schiebe mal hier rüber. Auf der Seite hier guckt es auch ein bisschen rüber. So möchte ich es haben. Und jetzt kann ich gucken, wo die Nadel hin soll. Also hier ist ja mein Reißverschluss. Das heißt, es muss auf jeden Fall schon mal hier rein. Klack, so, da ist er drin. Und ich möchte die Nadel, achso, jetzt muss ich erstmal wieder zurück zu meinen Ziernähten raus, genau. Und jetzt packe ich die Nadel mittig. Und dann sollte das funktionieren. Ich lege es jetzt hier mal an. Jawohl, okay, da ist es natürlich sehr knappkantig. Ich gucke gerade mal hier in meinem Menü. Ob ich hier nicht noch eine andere Möglichkeit habe. Nein, habe ich nicht. Okay, dann werde ich es so machen, dass ich den Fuß hier reinsetze, weil es mir sonst einfach zu eng wird. Also das wird mir zu eng, zu nah an der an dem Reißverschluss selbst. So, so ist es besser. So, und jetzt guckt ihr, dass ihr euren Faden hier unter diese Führung macht, auf der Seite, wo ihr dann auch die Nadel habt, also wo ihr dann auch näht. Zieht es nach hinten und diesmal stelle ich ein, dass er automatisch vernäht und abschneidet. Ich gucke gerade mal, wie weit der Stoff, ob das hier, ich glaube, das wird nichts. Weil hier ist es zwar noch umgeklappt, aber ich glaube nicht überall. Ja, gute Frage, nächste Frage. Jetzt gucke ich mal, wenn ich die Nadel auf die andere Seite packe. Nee, das
Funktioniert sowieso nicht, muss möglich sein. Ich glaube, ich nähe es zweimal. Ich werde es einmal so sehr knappkantig nähen. So. Na komm, einmal in die richtige Position und dann funktioniert das auch so. Ich werde es einmal sehr knappkantig nähen und einmal ein bisschen weiter weg, glaube ich. Also ich gucke mir erstmal an, wie das knappkantig hält und dann schauen wir weiter. Erstmal die Nadel nach unten. So, die ist jetzt drin. Ich hoffe, ihr könnt die Nadel, könnt ihr das gut sehen? Hier sieht ja so unscharf aus. Die Nadel da jetzt versenkt. Ja, ich hoffe, ihr seht es. Sonst muss ich die andere Kamera nehmen, von der anderen Seite. So, ja, ich habe hier echt auch gerade ein bisschen immer aufpassen, dass man auch nicht an die Kamera kommt. So, und dann fange ich jetzt an zu nähen und ich gucke aber gerade mal, ich mache die Nadel nochmal hoch, weil ich bin ja doch hier ziemlich weit weg von meinem Stoff, das ist nämlich unsinnig. Warte mal, nehme ich den hier nochmal raus und lege ihn mir hier einmal so drunter. So, jetzt bin ich nämlich viel näher. Also noch hinter dem Reißverschluss, das ist besser. Und dann fange ich hier jetzt endlich an zu nähen. So, und jetzt vernäht er automatisch, also geht nochmal nach hinten. Und wenn ihr euch unsicher seid, so wie ich jetzt, wegen dem Abstand und ob der Stoff hält und so weiter. Ach, na super, jetzt sagt er mir noch, dass der Unterfaden zu kurz ist. Das sagt er aber ganz oft und bei mir funktioniert er dann trotzdem ganz lange noch. Ich nähe jetzt mal weiter. Achso, ich wollte gerade sagen, wenn ihr euch unsicher seid, dann näht einfach ein bisschen langsamer und dann gebe ich hier so Vollgas, weil jetzt der Unterfaden nicht richtig war. Nein, näht langsam und guckt, dass ihr auf jeden Fall vorsichtig näht. Ich mache mal die Kamera jetzt auf die andere Seite. Ich glaube, dann könnt ihr es ein bisschen... So, ich glaube, von hier seht ihr das doch ein bisschen besser noch, ne? Ja, und jetzt achtet ihr halt darauf, dass ihr nicht zu weit reinkommt, so wie ich gerade. Also näht ruhig ein bisschen langsamer, dass ihr die Linie behaltet, weil bei mir wird es jetzt wieder ein bisschen schief sein, weil ich einmal rausgerutscht bin. Ihr könnt euch eben aus dieser Aushöhlung, die da war, und an dem Reißverschluss, daran könnt ihr euch orientieren. So, und wenn wir jetzt hier kurz vor dem Ende quasi sind, dann machen wir Folgendes. Wir lassen die Nadel unten drin, klappen das Füßchen nach oben und ziehen den Reißverschluss auf. Und dann müssen wir hier so ein bisschen an die Seite, also ne, den Stoff drehen quasi. Und dann ziehen wir den Reißverschluss. Wenn es manchmal nicht ganz funktioniert, dann klappt hier das Füßchen noch mal ein bisschen höher. So. Und dann habt ihr ihn auf, ist ein bisschen pruckelig, habt ihr gerade schon gesehen, und dann kann man aber wesentlich besser weiter nähen. So, alles wieder schön anpassen und weiter geht's. So. Und einmal vernähen, einmal rückwärts, einmal vorwärts, abschneiden und das war's. So, und so habt ihr dann euren Reißverschluss angebracht. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ich einmal rausgerutscht bin und hier sieht man es. Da bin ich einmal ein bisschen rausgekommen. Ja, ist schade immer, wenn sowas passiert. Also wie gesagt, näht lieber langsam, konzentriert euch und dann passiert euch sowas hier nämlich nicht. Gut, so, ich werde jetzt die andere Seite ganz genauso nähen, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe ja hier umgeklappt und jetzt mache ich mir quasi so einen Schlauch.
Ich werde mir den Reißverschluss wieder aufmachen, weil ich ja wieder von dieser Seite anfange zu nähen. Und nehme mir hier wieder das Ende und ich gucke jetzt vorher, ich lege die beiden Teile jetzt hier aneinander und gucke, dass ich mit dem Stoff hier auf beiden Seiten auf der gleichen Höhe bin, weil sonst wird es ja nachher schief. So, und so fange ich dann an zu nähen. Und da muss ich gleich mal gucken, weil ich habe nämlich sonst immer zwei Teile. Und jetzt muss ich gleich mal sehen, wie ich das mache, weil ich habe ja dann hier irgendwann am Ende überlappt es sich. Und da muss ich gucken, dass ich mir das so drehe. Versteht ihr, wie ich meine? Dass ich mir das so drehe, dass ich nicht das untere Teil an das obere mit festnähe. Das wird ein bisschen pruckelig. Das mache ich jetzt gerade allein. Vielleicht nehme ich euch nochmal dazu, wenn ich hier hinten ankomme und zeige euch, wie ich das dann irgendwie drehe, damit ich das nicht aneinander nähe, wo es nicht aneinander soll. Aber den ersten Teil mache ich jetzt hier auf jeden Fall erstmal alleine. So, ich habe jetzt erstmal so weit, wie ich hier runter kam, das hier runter genäht, damit ich hier nicht irgendwas zusammennähe, was nicht zusammen soll. Ja, und jetzt muss ich selber mir überlegen, wie ich das mache, dass ich hier nicht hinkomme. Und zwar müsste ich jetzt hier hinten das umklappen und das gleichzeitig hier so wenig wie möglich rausziehen, damit ich da rankomme. Also ich muss den Stoff hier hinten halt wegschieben, damit ich da nicht das nicht mit festnähe. So, und das Gefummel werde ich ihr jetzt auch antun. Ach so, und dafür muss ich auch das Füßchen auf die andere Seite packen, weil jetzt ja der Reißverschluss auf der anderen Seite quasi ist und ich ja den Abstand auf jeden Fall beibehalten möchte. Na, der will mich ärgern hier heute, der Fuß. So, jetzt haben wir ihn endlich. So, also wieder drunter legen. Jetzt das gleiche Prinzip, nur eben auf der anderen Seite. Und eben wieder, wie gesagt, darauf achten, dass der Stoff hier nach hinten geklappt ist. Und das bis dahin, wo ihr näht. So, fangt aber erstmal an, dass die Nadel erstmal drin ist und dass ihr ein bisschen sicher genäht habt. Also, dass es am besten erstmal das festgenäht hat. So, wenn er das nämlich gemacht hat, dann ist es zumindest schon mal ein bisschen sicher, dass es euch nicht mehr wegrutschen kann. Also der Reißverschluss nicht mehr wegrutschen kann. So, das klemmt hier gerade ein bisschen. So. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen umständlich. Wenn ich jetzt aus Stoff ein Täschchen nähe, dann habe ich zwei Teile und nähe auf jeder Seite erst den Reißverschluss an und dann nähe ich die Tasche zusammen. Bei dem hier ging das jetzt aber nicht anders. Also ich hätte es auseinanderschneiden können, aber dann wäre es noch kleiner geworden. Deswegen klappt man es einfach nach hinten. Das funktioniert ja auch. So, jetzt kommen wir auf den zweiten Teil und jetzt lasse ich es einfach wieder vernähen. Und dann schneidet er auch automatisch ab. Also meine Maschine macht das zumindest. Und jetzt haben wir hier diesen Schlauch. Und unser Reißverschluss ist jetzt festgenäht. So, wieder von der Nähmaschine zurück. Es war gar nicht so ganz einfach. Also was ich als erstes jetzt gemacht habe, ich habe hier diese Ziernähte. So, einmal Licht bitte. Die Ziernaht hier einmal angebracht. Seht ihr die, diese Herzchen? So, jetzt seht ihr es, glaube ich, ganz gut. Auf der anderen Seite auch. Da habe ich aber leider ein bisschen dran gezogen, also den Stoff ein bisschen festgehalten und dadurch sind die Herzen nicht ganz so schön geworden. Beim zweiten Mal habe ich das wesentlich schöner hinbekommen. Ein bisschen was Herzchenmäßiges zum Valentinstag sollte es ja haben. Die Idee war auch, dass man das besticken könnte. Das geht bestimmt, aber das macht auch ziemlich viel Arbeit. Ich muss meine Maschine dann umbauen und so weiter. Und da ich ja immer ein bisschen länger brauche zum Video schneiden, wollte ich das jetzt nicht auch noch machen heute. Deswegen habe ich gesagt, nee, komm, du machst das jetzt nur so. Was wir jetzt als nächstes machen, wir müssen den Reißverschluss aufmachen, ganz wichtig. Dann drehen wir uns unser Teil einmal um.
So, und jetzt kommt theoretisch der leichteste Teil, nämlich wir klappen jetzt einfach nur unsere Teile hier aufeinander. Hier auch. Und dann nähen wir einmal hier lang und einmal hier lang. Und dann ist unsere Tasche theoretisch schon fertig. Also ich mache sie jetzt mal nicht ganz auf, weil dann würde mich hier der Reißverschluss ein bisschen beim Nähen stören. Es ist einfach nur, dass ihr so eine Wendeöffnung habt, ne? Also so ein Stück aufhaben, dass ihr nachher die ganze Tasche dadurch einmal gewendet bekommt. Das ist wichtig. So, und dann eben schön darauf achten, dass die Sachen hier schön umgeklappt sind und dass ihr wirklich bis zum Rand näht. Und wenn ihr das habt, wie ich jetzt hier, weil dieses Papier ist ja jetzt nicht wie Stoff, ne? Dass das hundertprozentig gerade ist. Hier habe ich halt so einen Überstand. Und dann gucke ich, dass ich eben hier diese Entfernung nehme und dann wirklich hier einmal gerade runter nähe, damit es auch wirklich überall gut vernäht ist. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt das auch mit der Overlock machen. Empfehle ich in dem Fall, bei mir mache ich es nicht, weil ihr seht, der Reißverschluss geht bis hier und ich muss aber bis hier nähen. Und das werde ich natürlich meiner Overlock nicht antun, dass das Messer versucht, hier Metall zu schneiden. Das wird auch nicht funktionieren. Also werde ich ein bisschen von der Breite von meiner Tasche einbüßen und eben dann hier einmal mit meiner normalen Nähmaschine runternähen und gut versiegeln. Was man auch machen könnte, man könnte theoretisch noch einen Stoff dahinter nähen, um das noch so ein bisschen zu verzieren oder zu verschönern. Wenn ihr jetzt noch irgendwelche Laschen anbringen wollt, damit man vielleicht später noch einen Schlüsselanhänger oder so dranhängen kann, entweder von innen oder von außen, das bleibt dann ganz euch überlassen. Das macht ihr bitte jetzt und dann überlegt ihr euch, möchte ich das innen haben oder außen. Ich hole gerade mal was, einen Moment. So, und zwar nehmt ihr euch eine Borte eurer Wahl und ich nehme heute diese hier, weil es soll ja um den Valentinstag gehen, also nehme ich hier das mit den Herzchen. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier unterkomme und diese Klebefolie hier abkriege, so. Und dann nehmt ihr euch einfach so breit, wie ihr eure Lasche haben wollt, so breit schneidet ihr euch ab und überlegt bitte dabei, dass ihr ja so einen halben Zentimeter auf jeden Fall noch mit in die Naht hinein machen müsst. Also ihr könntet jetzt zum Beispiel so einen kleinen machen, um vielleicht einen Stift reinzuhängen oder so. Das mache ich jetzt hier mal. Und den möchte ich gerne innen haben. Ach so, wartet mal. Ja, was ist jetzt das Problem? Wenn ich den innen haben möchte, dann habe ich später diese Lasche hier außen. Das ist hässlich. Und dann überlege ich mir gerade, wenn ich das jetzt so rumklappe. Es ist jetzt gerade selber alles nur, ich denke quasi nur laut und nehme euch quasi beim Denken mal mit. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt die Schlaufe einmal andersrum lege, also mit der schönen Seite auf die schöne Seite, und jetzt hier ein Stück anlege und hier ein Stück anlege und mir das gleich irgendwie fixiere. Ich habe ja gesagt, hier wird die Naht ein bisschen weiter hinten sein, also schiebe ich es weiter nach hinten. Wenn ich das jetzt hier zunähe, einmal hier lang nähe, dann ist es ja auf beiden Seiten fest. Wenn ich die Tasche dann später umdrehe, so, das ist alles nur gerade in meinem Kopf, ja? Also, so, wenn ich das dann umdrehe, jetzt muss ich selber gucken, ob das wirklich so funktioniert, dann habe ich ja hier immer noch eine Schlaufe. Ich muss mir gerade mal überlegen, ob das wirklich so funktioniert, wenn ich das umdrehe. So, umdrehe. Dann ist das Ding immer noch da drin. So, und dann sieht es, wie sieht es dann aus? Ne, ich kann ja das nicht mitdrehen. Das wird nicht funktionieren. Ich muss die schon auf die hübsche Seite drehen. Weil ich kann ja die Schlaufe nicht mit umdrehen. Dafür ist sie zu klein. Die ganze Tasche passt ja nicht durch diese Schlaufe. Das wird also nicht funktionieren. Okay, dann könnt ihr jetzt nur Schlaufen machen, die außen dran sollen. Sonst hättet ihr die Tasche mit doppeltem Stoff machen müssen, also eine Innenseite, eine Außenseite. Und dann hätte man das in der Nahtzugabe verschwinden lassen können, aber so geht es leider nicht. Das heißt, ihr könnt jetzt hier überlegen, ob ihr außen irgendwo so eine kleine Lasche haben wollt für einen Schlüssel, für einen, was auch immer.
Und wenn ihr das möchtet, dann legt ihr euch das Ganze hier so dazwischen. Bedenkt, dass eben hier bei der Seite dann die Naht noch weggehen würde. Das heißt, ihr bleibt am Ende nur so eine schmale Schlaufe über. Legt euch das hier rein und dann klammert ihr das euch irgendwie fest oder steckt euch das fest, damit es an dieser Stelle bleibt. Und dann näht ihr zu und wenn ihr dann eben das Ganze umdreht, dann habt ihr dort eben diese Schlaufe. Ja, das werde ich jetzt einmal kurz an der Maschine machen. Jetzt bin ich von der Nähmaschine zurück. Ich habe jetzt beide Teile zusammengenäht und jetzt kann man die Tasche hier umdrehen. Also durch den Reißverschluss quasi wenden. Ja, und jetzt ist leider genau das passiert, was ich von Anfang an befürchtet habe, nämlich dass dieses Kunstleder das wirklich nicht wirklich gut aushält. Und ihr seht, hier ist es mir ein bisschen gerissen, hier ist es gerissen und hier reißt es auch schon. Ja, hier hinten auch. Also an mehreren Stellen ist das jetzt gerissen. So, und ja, jetzt bleibt einem nichts anderes über, als zu sagen, das ist Absicht. Das soll so sein. Und deswegen hat man auch den Stoff vorher dahinter geklebt. Was ihr noch machen könnt, bevor ihr das Ganze wendet, ihr könnt hier unten an den Ecken einmal so schräg rüber nähen und das abschneiden. Dann sieht es ein bisschen sauberer aus. Das mache ich auch gerade noch mal und komme gleich wieder. So, jetzt habe ich hier an beiden Enden einmal rüber genäht und achtet bitte darauf, dass ihr am Anfang und am Ende gut verriegelt. Und jetzt nehmt ihr euch eine Schere, am besten nicht wie ich eine Bastelschere, sondern eine Stoffschere und schneidet hier die Ecken weg. Ihr könnt auch die Nahtzugabe da, wo sie extrem dolle übersteht, könnt ihr auch ein bisschen zurückschneiden. Achtet jetzt aber darauf, dass ihr die Ecke da nicht wegschneidet. Weil dann ist einfach nachher das hier am Ende halt ein bisschen sauberer. Also hier steht es gar nicht so doll über, das lasse ich jetzt so. Wende mir das Ganze wieder. Und ihr seht jetzt hier, die Ecke kommt jetzt hier viel besser raus als vorher. Ja, so leider wird das. Nehme ich stark an, irgendwann abreißen, also irgendwann komplett abgehen. Man kann jetzt hier natürlich mit Kleber noch mal ein bisschen ausbessern, aber hier gerade an den Ecken, glaube ich, ist das schwierig. Oder ihr zupft es einfach wirklich gleich ab. Ich werde jetzt hier einfach noch mal ein bisschen Kleber dran machen. Ich werde gucken, dass das hier vielleicht noch mal ein bisschen dran klebt. Ja, wie entstehen neue Looks? Die entstehen so, indem man einfach irgendwas ausprobiert, ob es funktioniert oder nicht, und dann feststellt, nö, funktioniert nicht so, wie ich mir das gewünscht habe, aber ich finde das gar nicht so scheiße. Also ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus, wenn das so ein bisschen kaputt geht und ja, dann hier so eine Fransen hat. Also es kann natürlich sein, ich hatte euch ja am Anfang gesagt, dass das hier eben jetzt ein Papier war, was wirklich sehr dünn war. Kann natürlich sein, dass das deswegen jetzt passiert ist und dass das bei dem dickeren nicht passiert. Und zwar will ich euch dazu noch mal kurz was zeigen. Bevor ich mich entschlossen habe, dieses Video hier zu machen, habe ich nämlich probiert an anderen, ob das Ganze überhaupt hält. Und ich hatte auch diese Naht hier ausprobiert und ihr seht, dass das hier alles, naja doch, es reißt doch, ja, habt ihr es gesehen? Wenn man zu dolle zieht, dann reißt es, aber es war doch sehr, ich habe halt dran gezogen und habe gedacht, okay, das hält, das ist stabil, dann mache ich dieses Video, sonst hätte ich das Video nämlich gar nicht gemacht. Ich finde es aber nicht schlimm, ich werde euch das Video trotzdem hochladen und ja, werde mir dann schon in der Überschrift irgendwas überlegen, was ich da
dazu schreibe, dass man, dass es halt entweder Missglück, ja, Missglück würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, unfreiwillig neuer Look oder so. Man muss halt bedenken, dass von dieser Tasche jetzt die Teile immer mehr abfliegen werden. Und wenn man das in seine Handtasche zum Beispiel packt, dann werden da auch mal solche Krümel drin rumfliegen. Also ich würde empfehlen, diese Tasche wirklich nur zu Hause zu verwenden, gar nicht irgendwo mitzunehmen und vielleicht einfach nur ein paar Stifte reinzupacken oder keine Ahnung und eben nicht ganz so häufig zu verwenden. Ja. Ja, was soll ich jetzt dazu groß noch sagen? Ich wünsche euch auf jeden Fall mehr Erfolg. Wenn ihr vielleicht keine Ziernähte oder so reinmacht, oder vielleicht mal, wenn man noch mehr Ziernähte reinmacht, das kann natürlich auch sein. Ne? Das ist dann, weil hier ist es gerissen, aber hier, wo die Naht ist, ist es nämlich noch zusammen. Also das wird wahrscheinlich mehr die Naht sein als alles andere, aber wenn man mehr Ziernähte reinmacht, wer weiß, vielleicht hält es dann besser. Also die Naht an sich hier, das hält auf jeden Fall. Also würde ich euch empfehlen, näht einfach ganz viele Nähte drüber und so kommt dann auch noch mal ein richtig cooler neuer Look und dann hält es auf jeden Fall besser. Also wenn ihr jetzt so alle paar Zentimeter hier, was weiß ich, immer so alle 3,5 Zentimeter eine Ziernaht auf euren Stoff aufbringt, dann könnte das gut funktionieren, also ganz gut halten. Ja, das ist jetzt so, wie es ist und wirklich ohne Witz, auch wenn Schwarz und Rot überhaupt nicht mein Ding sind, aber ich finde diesen Look an sich echt nicht ungeil. Also wenn man sich das mal so anguckt, wie das aussieht, weil man ja dann immer dieses Rote da durchsieht, da wo es halt ein bisschen eingerissen ist. Derzeit ist es, glaube ich, hier noch extremer. Finde ich eigentlich nicht so schlecht, muss ich sagen. Okay, ihr Lieben. Ja, das war ein halber Fail, aber wie gesagt, ich lade euch das Video trotzdem hoch. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich werde das Video auf jeden Fall trotzdem hochladen und hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr einfach ein paar Anregungen bekommen habt. Ihr könnt natürlich auch mal versuchen, die Stoffe in mehrere Teile zu schneiden, wie zum Beispiel jetzt hier, ne, so Patchwork-mäßig. Kleinere Stücke zu nehmen und die vielleicht noch hier mit so einem Kreuz oder so mit einer Ziernaht zu verzieren und dann mehrere Stücken aneinander nähen und dann eben daraus eine Tasche machen. Ich glaube, das würde ganz gut halten, weil man eben in alle Richtungen diese Stabilisierung hat und wenn man es überall hier nochmal aneinander genäht ist, an den Rändern ist es ja dann auch zusammengenäht, weil ja hier die Nähte zusammen sind. Und ihr könnt euch dann selber aussuchen, wie groß euer Teil sein soll. Und habt es auch leichter mit dem Reißverschluss zum Nähen. Weil das war nämlich auch ziemlich knifflig, weil eben die Metallstücken doch sehr nah dran sind. Ihr seht das hier, das sieht jetzt hier auch aus wie ein Herz. Ist ganz süß wegen Valentinstag, aber war jetzt nicht wirklich beabsichtigt. Das war jetzt einfach nur, weil diese Metalldinger halt ein bisschen im Weg waren. Nichtsdestotrotz, für den Valentinstag ist es natürlich schön, haben wir noch ein Herzchen mehr. Okay, ihr Lieben, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut.